Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Kanal. Herzlich willkommen. Vielleicht hat die Corona-Krise auch Ihr persönliches Leben durcheinander gebracht. Vielleicht war sie wie ein Erdbeben, das erschüttert hat Ihre Werte. Vielleicht haben Sie aber auch einen Zusammenbruch Ihrer kleinen Welt erlebt. Finanziell, vielleicht mental, vielleicht familiär, gesundheitlich, ich weiß es nicht. Aber es gibt eine gute Botschaft. Krisen. Persönliche Krisen haben auch eine Chance zur Veränderung. Schauen Sie, schon das griechische Wort Krise bedeutet Beurteilung, Entscheidung. Das Verb krineo bedeutet trennen, ich unterscheide etwas. Ja? Und da sind Chancen drin. Krisen bringen uns oft dazu, dass wir uns entscheiden, etwas neu zu machen, etwas neu zu bewerten, etwas umzustrukturieren. Stephen Covey, der Bestseller-Autor, hat eines Tages seinen Studenten am Beginn des Semesters eine sehr interessante Aufgabe gegeben. Versucht ab heute eine Woche lang so zu leben, als hättet ihr eine Todesdiagnose Krebs und ihr habt nur eine Woche zu leben. Und die ganze Aufgabe für das Semester ist tatsächlich jetzt die ganze Woche so zu leben. Wissen Sie, was da passiert ist mit den Studenten und Studentinnen? Manche sind total durcheinander gekommen, sie mussten ihr Leben neu sortieren, was auch später Konsequenzen hat. Sie haben ihr Leben ganz neu durchdacht und gesehen, Dinge, ich tue Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind, die gar nicht wichtig sind vom Ende her. Meistens kam viel zu kurz der Beziehungsaspekt mit Freunden, mit Partnern. Stephen Covey sagt, wer hat jemals am Sterbebett bedauert, dass ich zu wenig Zeit im Büro beim Arbeiten verbracht habe? Das ist nicht so wichtig wie Beziehungen zum Beispiel oder Gesundheit. In der Psychologie gibt es ein Intelligenzkonzept, das heißt systemisch finale Intelligenz. Da geht es nicht um schnell Aufgaben auf der logischen Ebene zu lösen, so wie viele Intelligenztests das bis heute darstellen, sondern es geht vielmehr vom Ende her zu sehen, wie, was für ein Ende werde ich haben, wenn ich so und so lebe, wie ich heute lebe. Und was für eine Beziehung, was für Folgen wird das für das ganze System haben, für meine Gesundheit zum Beispiel, für meine Kinder, für meine Familie. Wer sich so fragt, der ist tatsächlich in der heutigen Zeit intelligent. Ein Beispiel. VW war sehr intelligent nach dem alten Intelligenzkonzept, in dem es mit Bosch eine Schummelsoftware für die Dieselmotoren entwickelt hat. Das ist sehr intelligent, aber es ist nicht systemisch final intelligent. Jetzt am Ende, als es rauskam, hat VW großen Schaden erlitten und vielleicht auch das Zeichen Made in Germany. Es war nicht systemisch final durchdacht. Und der Schaden letztendlich ist größer. Sehen Sie, und so sieht es auch in unserem persönlichen Leben aus. Und vielleicht hat Corona Ihnen jetzt gezeigt, dass manches nicht sehr schlau war, wie Sie gelebt haben. Aber wie können Sie es ändern? Es geht, Sie können eine positive Umwandlung Ihrer Werte sich vornehmen. Sie können wertorientiert ab heute beginnen, Ihre Zukunft zu planen. Wie sieht das praktisch aus? Ich schlage Ihnen vor, nehmen Sie sich ein schönes Heft und nehmen sich verschiedene Seiten, wo Sie etwas aufschreiben. Erstens machen Sie eine Skala, wo drin stehen wird, was war im letzten Jahr von Ihren Werten, von der Hierarchie, was ist Ihnen ganz wichtig gewesen, was war ganz oben und was war ganz unten. Seien Sie sehr kritisch. Schreiben Sie nicht Ihre Wünsche auf, sondern das, wie es in der Realität aussah. Nicht Ihre Ideale, sondern wie haben Sie gelebt. Das heißt, fragen Sie sich, für was habe ich freiwillig noch mehr Zeit investiert, noch mehr Kraft investiert, noch mehr Geld investiert. Da werden Sie sehen, was praktisch in der Praxis Ihre Werte waren, die ganz, ganz oben auf dieser Skala waren. Dann nehmen Sie sich ein zweites Blatt, also das nächste Blatt, und schreiben Sie auf, was kam zu kurz. Ja, wenn etwas ganz unten auf der Skala ist, dann kommt es oft gar nicht dran, ja. Wenn auf meiner Skala zum Beispiel, leider steht bei mir auch sehr, sehr weit unten Zimmer aufräumen und dementsprechend sieht mein Schreibtisch auch oft aus, weil es sehr weit unten ist und ich das gar nicht schaffe. Das heißt, ich muss manchmal überlegen, wenn ich etwas möchte, dass ich es auch tue, umsetze, dann muss ich es höher setzen. Was war ganz unten? Und jetzt in der neuen Skala, auf dem neuen Blatt, drittens, schreiben Sie genau auf, was Sie ab jetzt möchten, dass es ganz oben ist. Das, was zu kurz kam. Vielleicht ist es die Familie. Vielleicht ist es Ihre Ehe.
Vielleicht ist es Ihre Gesundheit. Ja? Schreiben Sie es auf. Was soll ganz oben sein? Viertens, nehmen Sie ein viertes Blatt Ihres Heftes und schreiben genau auf, wie Sie jetzt Ihre Werte, die Sie sich gelegt haben, versuchen praktisch umzusetzen. Das heißt, wenn jetzt der oberste Wert oder ganz oben zum Beispiel Ihre Gesundheit ist, dann schreiben Sie jetzt konkret auf, was Sie tun werden, um diesen Wert umzusetzen. Wie Sie jetzt zum Beispiel dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen wollen und Sport machen, damit Sie gesund bleiben. Oder wenn Familie wichtig ist und Ehe, dann schreiben Sie auf, ich möchte einen freien Tag in der Woche mit meiner Frau erleben und mit meinen Kindern. Und vielleicht noch zwei, drei andere Abende, wo ich mit den Kindern spiele. Das muss ganz, ganz konkret werden. Fünftens, sprechen Sie mit Ihrer Familie über Ihre neue Wertehierarchie, damit Sie sehen und sich auch einstellen können, Sie unterstützen können. Sechstens, wenn es notwendig ist, bitten Sie auch um ein Coaching, vielleicht einen Freund, der Sie ab und zu fragt, eine Freundin, die Sie fragt, ob Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, ob Sie auch dranbleiben oder sogar einen professionellen Coach. Siebtens, vielleicht haben Sie sich auch versündigt an Ihre Familie, an Ihren Kindern, an Ihre Frau. Dann bitten Sie um Vergebung. Man kann Fehler machen, aber man soll wieder aufstehen und es besser machen. Ich glaube, das alles wird Ihnen helfen, positiv voranzugehen und in einen neuen Weg zu gehen, der wertorientiert ist, der auf der Basis der Werte aufgebaut ist und der Ihnen gute Resultate bringen wird. Auch wenn es Krisen geben wird, werden Sie sehen, sie bestehen. Und schauen Sie, genau um das geht es auch in der Bibel. Wenn man fragt, was ist die wichtigste, die bekannteste Rede überhaupt in der Bibel von Jesus, das ist die berühmte Bergpredigt. Wenn Sie diese lesen in Matthäus 5 bis 7, dann werden Sie sehen, es geht vor allem um unser zwischenmenschliches Leben und das, was ich aufbaue. Was für ein Bestand wird das haben? Ja? Und interessant, am Ende dieser Rede sagt Jesus Folgendes in Matthäus 7, Vers 25. Da sagt er genau, es geht im Prinzip genau um die systemisch finale Intelligenz. Ja? Und er bringt ein sehr schönes Bild, um das zu verdeutlichen. Da steht, jeder nun, der diese meine Worte hört, und vorher hat er die ganze Zeit geredet, wie gehen wir um, untereinander, mit uns selbst. Und dann sagt er, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf einen Felsen gebaut. Und jeder, der aber meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und entfiel, und sein Fall war groß. Sehen Sie, Jesus vergleicht das mit einem Fundament. Ist es wirklich auf die guten Werte gegründet? Krisen können kommen, Stürme können kommen, das Haus wird bestehen. Corona war jetzt so eine Krise. Ja, aber vielleicht ist ja auch eine Chance, dass wir neu unsere Fundamente bauen, wertorientiert, auf den richtigen Werten, die uns wirklich wichtig sind. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie auch im Sinne der systemisch finalen Intelligenz oder hier biblisch, dass Sie auf dieser Grundlage Ihr Haus bauen. Und Sie werden glücklich sein und das Haus wird Bestand haben.